Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr Blitz schnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Ariela, ich grüße dich. Ihr habt etwas gegründet, ihr habt die Basis, ihr habt dieses Fundament und möchtest wissen, wie geht es weiter. War diese Entscheidung richtig? Das zeigt die Königin, die Luftelement. Und die Luftelement bedeutet erstens die Leichtigkeit und das, was ihr auch vermittelt für andere Menschen, damit sie von Ängsten befreit sind und kommen zu dieser Leichtigkeit. Luftelement bedeutet auch Kommunikation, Gesprächen und dieses Schwert als Metallelement symbolisiert klärenden Gesprächen und das ist sehr wichtig mit den Menschen, klärenden Gesprächen führen, die von Ängsten befreien und das symbolisiert auch dieses Schwert, so wie Erzengel Michael trennt mit seinem Lichtschwert die Angst, also das bedeutet auch Angstbefreiung. Und du als Gründerin symbolisierst du die Königin über diese Entscheidung, die Königin über diese Angstbefreiung, die Königin die Gespräche. Habt ihr ein gutes Gefühl dabei? Dieses Bild werft Schatten auf diesem Projekt. Jemand versucht, das zu verhindern. Oder jemand übernimmt euren Ideen. Kann auch bedeuten, dass jemand hetzt die Menschen auf gegen euch. Also ihr habt in diesem System auch Feinde. Intuitiv würde ich sagen, dass eure Idee übernommen wird und kopiert wird. Und das bedeutet schon wie ein Diebstahl oder wie eine große Herausforderung. Also etwas oder jemand werft Schatten auf diesem Projekt. Gelingt es trotzdem zum Kontakten kommen? Die Kelchen geben die Antwort. Die Kelchen symbolisieren die Gefühle. Und das heißt, ihr seid mit Gefühlen dabei. Und ihr habt was zum Bieten. Und das zeigt hier dieses einzelnen Kelch. Und die Menschen sollen das wahrnehmen. Ihr sollt die Menschen überzeugen davon, dass ihr wirklich helfen könnt. Und ihr könnt von Ängsten befreien, schöne Gespräche führen, die richtigen Weg lenken. Es kommt alles von Begeisterung, es kommt alles von Herzen. Wie sind dann die Verbindungen mit anderen Menschen? Das zeigt hier dieses Liebespaar. Natürlich ist es auch möglich, dass du auch die Liebepartnerschaft lebst. Und dieses Projekt unterstützt die Liebe, weil ihr habt ein gemeinsames Ziel. Aber bezüglich auf anderen Menschen, wie die Verbindungen sind, das ist sehr, sehr liebevoll. In welche Richtung sollst du deine Kraft einsetzen? Das zeigt hier dieses Bild. Das ist wie eine Art Führung. Raus aus diesem Dunkelheit. Und diese Dunkelheit symbolisiert die Ängste. Du bist ein Wegweiser für die Menschen und zeigt, wie von ihren Ängsten befreien können. Es ist nicht nur das Bild als Wegweiser, diese Bewegung zeigt, sondern die Schwerten symbolisieren auch
die Befreiung von Ängsten, so wie ich gesagt habe. So wie Erzengel Michael befreit uns mit seinem Lichtschwert von unseren Ängsten. Genau in diesem Weg gehst du und führst die Menschen raus aus dem Tal der Tränen, führst raus von Ängsten. Gelingt das? Habt ihr Glück bei diesem Projekt? Du lenkst diese Wagen. Die eine Richtung symbolisiert Angst und Zweifel und Schuldgefühl. Und das blockiert, das sind die Blockaden und Hindernisse im Leben. Und die andere Richtung ist die Befreiung, befreit zu sein von diesen Belastungen und Problemen und von diesen Gefühlen. Und wenn du lenkst das Ganze, dann gelingt dieses Projekt. Welche Lernaufgabe habt ihr? Das zeigt dieses wunderschöne Bild. Die beiden Kelchen symbolisieren auch die Liebe, auch die liebevolle Verbindung. Und die Gold und Silber zeigt Sonne und Mond. Das Edelmetall Gold steht mit Sonne in Verbindung. Das Edelmetall Silber steht mit Mond in Verbindung. Das ist ein Treffen zwischen den beiden Lichtern, Sonne und Mond. Und Sonne symbolisiert das Bewusste und Mond symbolisiert das Unbewusste. Und diese Polarität kommt hier im Einklang. Und in Mitte ist die Venus-Zeichen und das ist die Liebe. Natürlich ist es auch schön, die Liebe-Partnerschaft leben, ganz klar. Aber auch dieses Projekt mit Liebe gestalten und achte auf diesen Einklang wie Yin und Yang, das Bewusste, das Unbewusste, das Weibliche, das Männliche, das hier in Harmonie kommt. Liebe Ariela, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche euch viel Erfolg und alles Liebe und alles Gute. Und das war diese Aufnahme. Wenn euch es gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici.